Du, Marzipan. Was ist? Gestern hat mein Vater gesagt, er sehe es nicht so gern, wenn ich immer mit dir zusammen sage. Schließlich sage du kein Musse und sondern, sondern? Ein elende Philosophieprofessor. Aha. Was macht ein Philosophieprofessor? Philosophie, Philosophie denk. «Und was ist philosophieren?» «Das ist, wenn man laut nachdenken tut.» «Über was?» «Das spielt überhaupt keine Rolle.» «Also auch, wenn ich über die Kuh dort vom Buch auf der Wiese weidet, nachdenke, ist es philosophieren.» Wenn's es laut ist, schon.» Tu einmal. mal.» «Über die Kuh?» «Ja, wenn's es geht.» «Gut, es gibt hier schon ein hochinteressantes philosophisches Problem.» «Super, macht sie leg los.» Ist die Kuh wirklich dort auf der Wiese Oder sehen wir sie nur auf der Wiese? Was man sieht, das ist, ich sehe dich, also bist du. Du sehst mich, also bin ich. Wir sehen die also ist sie. Ja, nein, 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 nein. nein. Es könnte ja alles nur ein Traum sein. Und du siehst zwar dort, eine Kuh, aber es ist nur ein Traumkuh und drum ist sie wir nicht. Gehen in die Nähe schauen. Dann sehen wir denn schon, ob dir ein Traumkuh ist oder eine richtige. Zum Philosophieren braucht immer zwei: öpper, wo denkt, und öppis, wo denkt wird. Zum Beispiel ein Zum Beispiel. Ein Dück und ein Auto macht sie Bahn. Und jetzt steht der Maus. Mit einem Kessel und schaut links, rechts, wieder links. Jetzt steigt er über den hag, geht zu der Kuh her und melcht sie. Ein Milchdieb, zweifelsohne. Bist sicher? Ich kenne doch den Bur. Das ist ein fremder Mann, der einfach kommt, die Kuh melken kann. Was machen wir jetzt, Marzipan? Wir, wir könnten den Bauer gewarnen. Ich habe Angst vor der Katze. Also gut, dann tun wir halt, als ob nichts wäre. Philosophierend über die Kuh, die von einem Milchdieb gemolken wird. Es gibt hier nämlich, was die Kuh anbetrifft, ein sehr schönes philosophisches Denkproblem. Was? Zum Beispiel, ist eine Kuh unglücklich, wenn sie von einem Dieb gemolken wird? Oder ist das der Kuh gleich? Es ist ja nicht gleich. Warum nicht? Will die Milch gehört dem Bauch. Das ist eben die Frage. Du könntest auch sagen, die Milch gehört im Grunde genommen der Kuh. Ob sie den Bauern wegnimmt oder ein Dieb, ist der akkur gleich. Immerhin gibt er den Burs frei, und nicht den Dieb. Und der Buhr hat einen Stall baut, und der Dieb nicht. Ja, das stimmt. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, gehört die Milch nämlich am Kälble. Marzipan, mir wir können zu dem Auto gehen und ich bis einen Kabel durch vom Motor, dass der Dieb nicht mehr davonfahren kann. Und dann? Dem Philosophieren wir einfach ein bisschen später weiter. Ach, ich weiß nicht. Komm, rennen wir zu dem Auto, bevor die dir fertig ist mit Melchen. Es ist wie ein Militär. Seklavarta, warte So, da wären wir. Jetzt zauber ich aus meinem Hut den zaubern und lehne wir unten ans Rad. Und dann können wir ganz bequem ufe in den Motor Das hingegen ergibt wieder ein hochinteressantes philosophisches Problem. Komm jetzt hoch, dass man das Grab findet, bevor der Dieb zurückkommt. Ja, ich komme ja schon muss die philosophische Frage, wo wir jetzt dran sind, ist, kann man das Böse mit dem Bösen bekämpfen? Ich weiss nicht, was du meinst. Ist es etwas Schlechtes, eine Milch zu stehlen? Ja, aber sicher. Ist es etwas Schlechtes, in einem wildfremden Auto so einen solchen Sachschaden zu verursachen, dass das Auto nicht mehr läuft? Das ist etwas anderes. Ich frage nochmal. Ist es etwas Schlechtes, in einem wildfremden Auto. Ich habe das Kabel gefunden. Wie lautet deine Antwort sauber aus? Es ist etwas anders. Das ist keine philosophische Antwort. Soll jetzt das Kabel durchbissen oder nicht? Zuerst denken, dann handeln. Oh, jetzt runter der Milchstab und steigt ein. Marzipan, hebt die fest, das rüttelt und schüttelt. <laughs> «Himmel, Zarab, Bibbitski, jetzt läuft schon der Motor. Sollen wir abspringen? Ja, das ist eine höchst philosophische Frage. Soll man von einer guten Sache abspringen, wenn es gefährlich wird? Vorher hast du gerade gesagt, es sind eine schlechte Sache. Ich habe ja nur gefragt, und wir sind gar nicht so weit, gekommen, dass wir hätten können philosophisch entscheiden ob es eine schlechte Sache ist oder nicht. Jetzt fahr so weg. Oh, 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 das holt der Ja, hat denn der Fahrer das Gefühl, bei dieser Fahrweise können normale Wurm noch philosophische Gedanken fassen? Es fährt immer schneller, man hat Wenn das so weitergeht, dann geht das nicht mehr lange so weiter. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir beim nächsten das Schlagloch ab am haben, oder der Motor wird so heiß, dass man freiwillig abspringt. Und welche Variante wäre besser? Philosophisch gesehen ist beides gleich miserabel. Alles gleich, ich knacke jetzt das Kabel durch. Halt, stopp! Sobald du gleichzeitig beide Kuppertröte im Maul hast, haut es dir Eis vom Strom, dass die nur so hinten raus schletzt. Und was soll ich denn machen? Ich muss gerade studieren. Mach schon vorwärts, Marzipan. Es wird langsam heiß Also du musst zuerst die, die schwarze Mantelhülle vom Kabel abknappern. Bist du dran? Gut. Und dann sollten wir hier noch zwei Kabale haben, wofür er kommen. Ja, 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 da sie. Jetzt muss zuerst das Hinter durch. Passiert. Und dann das andere. Auch passiert. Der Motor hat abgestellt. Ich haben ihn abgestellt. Das ist allerdings ein sehr interessantes philosophisches Problem. Was? Ob du den Motor abgestellt hast, will du das Kabel durchbissen hast? Oder ob ich den Motor abgestellt habe, will ich gewusst, habe, wie man das Kabel dur muss. Und das ist allweg wichtig. Jetzt, wo wir gerade nochmal mal mit dem Leben davongekommen sind. So geht es eben am Durchschnitt von der Erdbevölkerung. Sie stellen sich nie der wichtigen philosophischen Fragen. Und am Schluss müssen sie froh sein, wenn sie mit dem lebe Leben davongekommen sind. Psst, da kommt der Buch mit dem Traktor. Was macht er? Ich sehe nichts. Er halte da. Ja. Hey, steigt aus. Der Tier ist jetzt ausgestiegen. Reden zusammen. Was sagen Sie? Oh. Ich höre es schon. Ich höre nicht, wenn du immer plapperisch bist. Plapper? Wow. Sie ist der Schwager vom Bauer, der für das Baby Milch geholt hat. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Komm, Zaubermaus wir verschwinden bevor sie die Motorhuben aufmachen und uns entdecken also gut komm mir rein ja meine Damen und Herren das war ein weiteres Abenteuer der legendären Zaubermaus und Marzipan dem Regenwurm aus Rubenhausen genannt der Denker nicht schnell renner Zaubermaus ich bin kein Tausigförsler und ich bin auch kein Trattinet nein du bist ein Philosophieprofessor und zwar kein Elender wie mein Vater gesagt hat sondern ein Himmel, Erde, Gute. Die einen können eben denken und die anderen zaubern. So ist alles gerecht verteilt. Definieren, spekulieren, fabulieren, kombinieren, konstruieren, spintisieren, fantasieren, viel philosophieren. Es tut in meinem Kopf. Wie immer Supertopf Supertopf es tut in meinem Kopf. Wie immer Supertopf Supertopf, dünster Schmurgler, Kocher, Brodler, Dampfer, Garer, röster Strodler, Rösten, Safter, Wachen, Brutzler, Weizen. Es tut in meinem Kopf. Wie immer Supertopf topf es tut in meinem Kopf. Wie immer, der Suppentopf, brüne, schmoren, aber drauf, Zischen, stinken, überlaufen, Blubber, schmalzen und verflocken, Fäden, Zeuchen und verhocken, es tut in meinem Kopf. Wie immer, der Suppentopf, es tut in meinem Kopf. Wie immer, der Suppentopf, definieren, spekulieren, fabulieren, kombinieren, konstruieren, spintisieren, fantasieren, viel, fi, fi, viel, viel, Fifi, los, los, Fifi, mal, jetzt sollen wir ein fi Es tut in meinem Kopf, es tut in meinem Kopf, wie immer, wie immer, wie immer, meine, so Topf. Ha ha ha.